unsere negativen Tendenzen, die wir alle in uns tragen. Also sagen wir auch mal im Buddhismus, also jeder von uns, jeder, auch jeder Heilige, hat 1 bis 2 Tendenzen, zu denen er also ja tendiert, ne? Und da gibt es zum Beispiel Wut, es gibt Ruhe, Ärger, es gibt Animalität, also es gibt ganz viele verschiedene Welten. Und ich habe mich dann irgendwann dazu bekannt, obwohl ich das nicht wollte, weil das so ein Thema war, was ich von mir so abstoßen wollte, dachte, nee, also ich bin doch kein wütender Mensch, das möchte ich ja nicht sein. Und irgendwann dachte ich, ich dann auch die Story von ihm gelesen habe und mich mit dem Buddhismus mehr befasst habe, habe ich auf einmal gemerkt, hey, das ist gar nicht schlimm. Du kannst dazu stehen und du kannst es aber benutzen als Sprungbrett, ja, transformieren. Und genau so sehe ich das nämlich jetzt auch. Ja, und es wird auch immer ein Thema in meinem Leben bleiben. Es wird nicht einfach weg sein, sondern es muss transformiert werden. Und immer wieder, wenn sie es aber umdreht und wieder keine Werte schafft, sondern Leid zufügt, dann ist es immer wieder so ein Moment, wo man dann wieder dran arbeiten muss und das wieder transformieren muss und es zum Positiven eher nutzt. Ja? So wie Gandhi. Gandhi war, also kann ich komplett nicht, aber ich würde darauf wetten, dass seine vorherrschende Tendenz Wut war und nur genau deswegen konnte er so viel bewegen, weil er durch seine Wut angetrieben wurde, aber er hat sie benutzt, etwas Wertschaffendes daraus zu machen. Und so ist es